Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Stando Gaming und wie ihr sehen könnt, sind wir hier bei meinem neuen Büro in Hausflipper. Ja Leute, ich habe ja euch in der letzten Folge oder ich habe mit euch in der letzten Folge mir ein neues Haus geholt, was mein zukünftiges Büro sein wird. Allerdings, wie ihr hier schon sehen könnt, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich mache es einfach mal wieder zu und wir gehen einfach rein. So. Wir machen hier alles weg, wir verkaufen auch alles. So, die ganzen Türen ebenfalls, weil das hier alles ziemlich kacke aussieht. So, ich würde sagen, dass wir tatsächlich erstmal das hier auch wegmachen. Und erstmal den ganzen Müll entsorgen. So wie das hier alles. Kann man ja hier alles gar nicht mehr gebrauchen. Oh, ich muss niesen. Hey, oh Junge. Da muss ich kurz niesen, Leute. War heute noch ein bisschen draußen, nämlich. So, machen wir das hier mal alles weg. Das hier ist mein zukünftiges Büro. So. Machen wir das hier mal alles weg. Reinigen. So. Ja, das mache ich gleich weg. Wir jetzt hier erstmal die ganzen Schrottdinge hier machen. Weil das hier alles ziemlich kacke aussieht. So. Zack. Ich weiß gar nicht, was mein Büro sein wird. Aber wir machen erstmal das hier weg. So. Weg mit euch, ihr Viecher. So. Es gibt sogar Modus, Leute, wo man einfach einstellen kann, dass es keine Kakerlaken sind, sondern Glasscheiben. Einfach so Leute, die halt nicht sowas sehen können. Ne, versteht, was ich meine. Können einfach einstellen, dass sie das nicht sehen wollen. So. Das Viech muss auch noch hier weg. Okay. Das haben wir dann schon mal fertig. Dann machen wir das hier mal weg alles. So. Mit euch hier Sachen. Zack, zack. So. Ist hier irgendwie noch. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit direkt sogar freigeschaltet. Machen wir doch direkt mal das. Oh, hier ist noch. Nee, es könnte. Ja, wobei, es stinkt da hier ein bisschen. Ne? Da müssen wir die ganzen Fenster öffnen. So, die Tür kann auch mal weg. Wenigstens haben wir ein Auto. Das ist auf jeden Fall was. Haben die anscheinend hier noch gelassen. So, ich will hier auf jeden Fall alles neu machen. So, alles weg hier. Wir machen sogar ein bisschen Plus, weil wir hier noch die Sachen alle verkaufen können. So. Kaufen wir alles hier und machen alles mal weg. Zack. Zack, zack, zack. So. Dann drehen wir auch mal direkt das Auto. Soll ja auch so stehen, dass man es rausfahren kann. So. Stell dir vor, man wäre so in echt so richtig stark, dass man einfach das raus so drehen kann. Mit Auto. Das wäre schon geil. Dann machen wir die Garage mal kurz auf. So, machen wir das hier nochmal weg. Und hier ist noch Schmutz. Und da, nee, das geht nicht weg. Ja, perfekt. Dann machen wir die hier erstmal wieder zu. Machen die Fenster hier mal auf. Damit der Gestank ein bisschen weggeht. Soll ja auch gut sein hier. Ja, da ist noch mein Dings. Dann verkaufen wir hier wieder alles. So. Weg mit den ganzen Dingen hier. Wischen wir hier überall erstmal. Das hat ja hier nicht mal Heizungen, ey. Haben die alle die Heizungen weggenommen oder was? Ah, haben wir die hier so Kacklampen? Mhm. Kacklicht.
mache hier natürlich modernes Licht rein. Wenn ja hier kein Schmalspul, ne? Dann natürlich alles geil aussehen. Ja, hier war ich noch nicht drin. So, Badezimmer auch alles weg. So. Zack, zack, zack. Machen wir das hier alles schön. So. Kommt das hier auch weg? Nee, das nicht verkaufen. Das Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt was ist, aber ist nicht so schlimm. Weil das erkennt man eigentlich ein bisschen. So. Zack. So. Machen wir das ja mal weg. So. Weg mit dem ganzen Schmaus. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, sogar hier würde ich einfach weiß streichen. Oder, Leute, was meint ihr? Also ich glaube, das hier würde ich weiß streichen, weil das hier wird eventuell mein Büro. Dann kann man hier auch direkt ins Wohnzimmer. Hier ist nicht die Küche, sondern... Nee, das ist das Badezimmer. Also das ist das Wohnzimmer. Ja, die Tür muss ich leider drin lassen, weil das ist halt ein Ausgang und Eingang. Das hier ist die Küche. Was gibt's, um das Loch zu füllen? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen aber erstmal das hier. So, und dazu brauchen wir tatsächlich erstmal Farbe. Beziehungsweise, warte mal, Wände. Farben. Soll ich das hier auch weiß machen? Ein neuer Morgen. Silberweiß, Wald, Stahlgrau. Ich glaube, ich mache das hier grau. Weil das ist ja halt, wie sagt man? Warte, wie sieht das dann aus? Oh ja, das sieht geil aus. Leute, das sieht so geil aus. Das sieht ziemlich geil aus, wenn ich das so mache. Jo. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. So wird definitiv meine Garage aussehen. Hier kommt natürlich irgendwann noch ein anderes Auto hin, was definitiv wertvoller ist. Ach so, hier ist ein Gips, das kann ich nicht streichen. Und das hier ebenfalls nicht. Das auch nicht. Streiche ich erstmal das hier. Muss hier eh gleich mal die ganzen Wände gipsen. Oder wie man auch immer das nennt. Weil man hier nirgendwo was hinmachen kann. Boah, Leute, ich bin so müde. Ich war heute so draußen. Wir waren noch mit Bekannten. Beziehungsweise mit meiner Tante und so draußen. Ey, also anstrengend. Naja, was heißt anstrengend? Also, ich bin auf jeden Fall sowas von müde. Vor allen Dingen, dass ich auch noch aufnehmen muss und sowas alles, ne? Was heißt muss? Ich muss. Hallo? Kannst du mir bitte machen? Fang. So. Ausflipper macht aber immer Spaß, muss ich sagen. Also, das Haus hier so ein bisschen zu machen, ist nice. So, dann kommt hier noch ein bisschen weiße Wand hin. Graue Farbe hin. Und, es gibt auch, nach dieser Folge hier, gibt es ein neues Projekt. Denn ich mache mit einem anderen YouTuber ein bisschen Survival Minecraft. Also wir sind da auf so einem Server, wo wir ein bisschen beide ein bisschen rumspielen und sowas. Normal Minecraft spielen und vielleicht auch irgendwann mal durchspielen. Auf jeden Fall werden wir da definitiv ein bisschen weitermachen. So. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja. So, jetzt habe ich viel zu viel Farbe gekauft. Was für ein Dreck. So, dann hole ich mal einen Gipseimer. Gips. Gips. Gips.
Hallo, gibt's hier ein voller Eimer gibt's. So klein ist das denn, Alter? Gegenstände transportieren, Wände, Eisen. Ah, jetzt so. Und wegmachen. So. Ich hab direkt das bekommen, so schnelle Vergipsung 20%. Warte. 27 Montage von Geräten Vergipsung von ja, bla 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 bla. So, dann können wir den Gips einmal auch wieder verkaufen. Warte. Und was ich auch jetzt mache, ist hier Steckdose. Hallo, Steckdose. Zweier Steckdosen würde ich nehmen. Das sind doch Steckdosen, ne? Ja. Dann packe ich die jetzt überall hin. Ja, am besten hier so in der Ecke. Die sind ja alle hier Schrott. So. Kann man ja auch mehrere von kaufen? Egal. Wir streichen jetzt hier erstmal noch weiter. Ich habe ja noch Farbe drauf. Streichen wir das hier mal alles, damit man hier auch nichts mehr sieht. So. Schön überstreichen. Damit man hier auch nichts mehr sieht. So. Wenn wir dann fertig sind, haben wir die Garage zumindest schon mal ein bisschen fertig. Ich mache den Boden hier gleich nochmal ein bisschen anders. Weil der sieht ziemlich kacke aus. Ich habe keine Farbe mehr. Toll. Stahlgrau. Brauchen wir jetzt hier nur eine kleine. Müssen ja nur das hier machen. So, zack. Machen wir das hier noch. Ich glaube, eine kleine reicht sogar gar nicht. Könnte ein bisschen knapp werden. Oh ne, hat sogar gereicht. Perfekt, fertig. Bin die Fenster hier erstmal wieder zu. Oh. Hat doch nicht gereicht, weil ich muss hier ja auch noch machen. Unsere Fenster. Soll ja hier schon überall alles grau sein, ne? Soll ja nicht kacke aussehen, deswegen machen wir das hier auch noch einmal. So. Zack. Und hier das noch einmal hin. So. Und Leute, ich würde sagen, das war's sogar erstmal schon, denn das sieht erstmal so gut aus. Wir haben die Garage fertig gemacht. Die anderen Dinge kommen natürlich später noch. So, jetzt machen wir aber noch mal kurz den Boden. Wände. Nee, Boden und Decke. Hier. Da machen wir am besten Keramik, hellgraue Fliesen. Was macht man in so einer... weiß ich nicht. Aber ich denke, ich mache das tatsächlich erstmal so. Es ist halt nur eine Garage, ne? Was soll man hier auch erwarten? So, ja, sieht eigentlich ganz gut aus mit diesem Grau. Aber warum ist hier eine weiße Wand und das hier grau? Egal, wir lassen es einfach so, ja. Würde ich auch sagen, erstmal, dass wir das so lassen. Das nächste Video wird wahrscheinlich hier sein. Und das seht ihr aber erst irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ob noch ein Video in dieser Woche kommt. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar.
Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie noch andere Links wie Instagram und Co. Jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sal. Ciao, ciao.